Hätte ich die jetzt etwa auch mit der Shotgun machen können? Also Ja, ja, klar. okay. Weil die erste war irgendwie. Ja, okay. Also, um Gottes Willen, du hast so souverän gelöst, die Nummer. Von daher, hey, super. So. So, warte mal, wir müssen mal ganz kurz. Ich habe sehr viel im Inventar gerade aufgenommen. Ich weiß nur nicht alles, was. Silberring, okay, das kenne ich noch. Was ist das? Eine Jagdtrophäe. Eine Jagd, die werden wir wahrscheinlich. Hinten Genau. drin machen können, wa? Genau. Kannst du die untersuchen? Die hat bestimmt die gleichen Steckereinsätze, ne? Ja, untersuchen. Drehen. On the round. Oh, untersuchen. Mal. Untersuchen. Ah, lol. Okay, die muss ich davon trennen, deswegen. Okay, verstehe. Cool. Nice. So. Okay, wir sind eine Schwester losgeworden, eine weitere. Ich habe mir natürlich so ein bisschen von der Waffenkammer noch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen was erhofft. Ja, ich eigentlich mir auch. So irgendwie Aber vielleicht noch. leider war es nicht mit dabei. Also war es. Wir haben keine Waffe gefunden. Oh, das sieht jetzt aber krass aus, ne? Okay. Wie sowieso eine sehr, sehr interessante gemachte Statue. Und So, jetzt wollen wir können. denn. Genau, wollen Ja. wir nochmal nach unten? Genau, richtig. Lassen wir mal kurz nochmal auf der Karte gucken, wo wir genau hin müssen. Halle der Verzückung ist noch was. Haben wir noch nicht fertig gemacht. Alle der Da ist noch was zu Verzückung. finden. Okay, warte, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, vielleicht lässt sich erst nachher irgendwas noch machen. Nice. Vielleicht noch hinter den Bildern? Könnte man da vielleicht noch mal. Sind die Bilder interaktiv? Nee, leider nicht. Dass man die irgendwie hätte abhängen können oder versetzen können. Aber nix, nix ist dabei. Tja, Na komm, später naja, nochmal wieder. wer weiß. Gehen wir jetzt mal nach unten. Oh ne, da kann ich ja so rein. Snibbity Snap. Die Musik wird gleich wieder aufregend hier. Ah, jetzt ist die Frage, warum? Na, ich hoffe nicht, dass Dimitrescu hier noch unten unterwegs ist. Weißt du den Weg? Ja. Da ist so wer, oder? Ah ne, es sind die Blumen. Okay. Wollte gerade sagen. In die Blumen. Sudele. Hier kommen wir ja nicht durch, ne? Ist ja von der anderen Seite Verschlüsse. So, hier haben wir die Tür geöffnet. Da hatten wir ein bisschen Munition, ey. Das war die Halle der Krieger. Genau. Also hier ist ja auch die Folterkammer. Ach, warte mal. Achso, ja, wegen der Tür. Okay. Wollte mich gerade sagen, ja. Genau, und hier müssen wir nämlich dann nach hinten durch, wo die ganzen Zellen sind. Und dann. Bar steht wieder. Ach, da ist uns ja die Dings entgegengekommen. Stimmt. Die, war eine, die wir jetzt eventuell schon getötet haben. Hoffe ich mal. Stimmt. So, jetzt sind wir hier an den Zellen vorbei. Hier hoch. Und da ist die Tür. Ich höre irgendwas, ist mir egal. Ist mir egal. Den Schlüssel brauchen wir. Oh. Bye. Hallo, Boys. Du, Tschüss, Ben. Boys. Ah. Ach komm, für euch gibt's mal ein bisschen. Gebe ich gerne mal ein bisschen Munition aus. Einen hast du. Oh. Jetzt ist aber mehr aus. Das gefällt mir jetzt noch nicht so ganz. Ja, das ist halt immer so unbefriedigend, weil wir sind nicht gleich nach dem ersten Mal fallen irgendwie, ne? Wo man denkt so, Alter, ey. So, hier brauche ich wahrscheinlich wieder Lebämmchen. Okay, ich glaube, das war's noch nicht. Nö, nö, an Draußen. den Gegen. Aber hier muss ich wahrscheinlich hier. Oh. Position. Oh, der war nicht gut. Oh. Das wäre auch geil. Snap. Ja. So, ich gehe mal von aus,
rein von der Logik her, muss ich den Dings, das Dings jetzt hier anzünden. Oh, schon wieder einer da? Klappt das? Ja, einer war noch, glaube ich, da. Nee. Chemikalie. So, also, Theorie ist natürlich, hier, ne, wieder anzünden. Hm? Was nicht klappt. Kann ich den hier bewegen? Oh, hier liegt noch was. Hier liegt auch noch was. Kristallfragment. Ja, eigentlich hinschieben, oder? Also vielleicht noch ein bisschen dolleren Push geben. Ah, jetzt. Okay. Damit zünden wir dann den hier wieder an. Komm mal her hier. Okay, jetzt vielleicht nicht so lang, sondern so. Pendel dich mal aus. Jawoll. So, jetzt ist nämlich hier die Falle. Benni. Oh. Mann! Ich bin wieder trigger happy. Und weiter? Ah, okay. Öffnen! Blaues Auge. Ich wüsste jetzt nicht mal ansatzweise, wo das zu benutzen wäre. Keine Ahnung. Blue Eyes. Okay. Okay. Warte mal. Was? Hast du eine Idee? Warte mal, wir haben doch. Den Silberring? Ja. Okay. You see? Okay. Ich weiß zwar nicht, warum wir den jetzt da haben sollten. Ich würde jetzt einfach mal gucken, kann ich. Wo ist denn jetzt hin? Warum haben wir auf einmal einen Dietrich? Ich glaube, der lag gerade hinter der zerstörten Tür, hinter der zerstörten Wand. Da war doch irgendein Kasten, der kaputt war. Ein Silberring mit einem blauen, pupillenförmigen Schmuckstein, sehr wertvoll. Ach so, ich dachte, ich hätte ihn, ich könnte. Ach so, das wäre nur zum Verkaufen. Okay, schau. Oh, das ist also kein Key-Item. Nee, ich hätte jetzt vielleicht noch gedacht, dass der vielleicht uns so Special-Kräfte gibt, weißt du? Man muss ja hier bei Resident Evil anscheinend auf alles so ein bisschen mitbedenken. Ja. Okay, Benni, was ist der Plan? Wo wollen wir jetzt hingehen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Also Ehrengemach haben wir durch, aber wir haben irgendwas hier, ist anscheinend noch nicht komplett hier. Und das Schlimme ist, den Weg, den ich kennen würde zurück, der ist anscheinend verschlossen. Nee, doch nicht. Ich bin nur falsch gelaufen. Okay. Das ist die Fraser. Aber wir haben doch noch mehr mit diesem Schloss gesehen. Ja, das ist alles noch draußen. Im Dorf haben wir noch voll viele Sachen. Aber war das auch das Schloss? Ja. Dieses Symbol fürs ja. Für den Schloss? Ja, okay. Also bei der Kirche, wo wir waren, kurz vor dem hohen Gras, da haben wir es einmal. Dann, wo wir den Mann getroffen haben, der uns die Pistole überreicht hat, da haben wir auf jeden Fall noch einmal, wo ich schon gesagt hatte, von wegen, ey, guck mal, das Haus sieht irgendwie völlig grott aus, aber das Schloss niegelnagelneu, so nach dem Motto, das genau das gleiche Ding. Also wir haben noch ein paar Türen mit diesen Dingern. Aber direkt im Schloss jetzt? Im Schloss selbst müssten wir, Mann. Ansonsten die Bedienung geht mir, ja. Da könnten wir noch den Dietrich benutzen. Ja, das ist richtig. Dann könnten wir noch eh mal das Ding einnehmen. Aber genau. Es fehlt. Aber wir müssen ja sowieso noch zwei mindestens finden, weil ich gehe jetzt mal von aus, dass das hier der Ausgang ist für uns. Dass wir hier irgendwie raus müssen. Da sind wir auch hingekommen, ne? Nee, wir sind hier hinten reingekommen. Wir sind. Stimmt, wir sind unten reingekommen. Hier. Da, richtig. Über den Wagenauffahrt. Über die Wagenauffahrt sind wir reingekommen. Genau. Richtig, genau. Weil ich glaube eher, dass wir wahrscheinlich dann hier raus müssen, um dann gegebenenfalls, keine Ahnung, was hier hinten ist. Aber was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch was im Keller? So Weinkeller, da. Das ärgert mich irgendwie, dass wir hier noch Sachen haben, die wir noch nicht gefunden haben. Ich weiß auch nicht, ob die beiden Räume zusammengehören und deswegen zusammen rot erscheinen. So, Dietrich Innenhof, Speisezimmer, weiß ich auch noch nicht, was wir hier vergessen könnten oder was wir da irgendwie vergessen haben. Hier ist es noch der Aufzug, glaube ich. Also das ist jetzt so meine Theorie mit dem Aufzug. Halle der Verzückung, da waren wir vorhin. Hier oben haben wir noch einen ganzen Kram. Dann haben wir auch noch den Konzertsaal, da haben wir noch den Dietrich und hier, ich weiß nicht, ob... Haben wir überhaupt probiert, da drüben reinzukommen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Probiert.
Also, ich würde sonst dann nochmal, jetzt erstmal hier unten nochmal schmulen. Ob wir jetzt, weil hier unten haben wir ja noch genau den Bereich. Von da sind wir gekommen, da war eigentlich alles okay. So, das heißt, wir müssten ja normalerweise jetzt hier noch irgendeine Kleinigkeit haben. Die wir nicht gefunden haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil hier war ja das vorhin auch gewesen mit der einen Tochter. Die hat uns ja straight hier rausgejagt. Ja, genau. Dadurch konnten wir ja gar nicht in Ruhe gucken. Richtig, da ist natürlich immer die Gefahr recht hoch, dass man halt Dinge übersieht. Weil man halt einfach gehetzt wird. Genau. Genau, guck mal, hier ist nämlich noch was. So, jetzt bin ich auch gespannt. Das war's auch. Genau. Ah. Gut, dann könnten wir jetzt nochmal erstmal nach oben. Wir könnten jetzt die Statue, eine davon, einsetzen. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich hier? Genau, hier haben wir auch schon alles gecleared. Genau, hier hatten wir ja genau. So, wo sind wir hier? Hier haben wir auch alles gecleared, okay. Was? Ja, die sind von draußen aus dem Hof zu hören, ne? Das. Hier könnte man jetzt noch einen Dietrich benutzen, ne? Nee, den haben wir ja schon genutzt. Den haben wir schon genutzt, richtig. Das war ja das Ding, wo wir den Dietrich da vorne gefunden haben. Absolut, richtig. Na, sag mal, gib mal, die sind so ja drin, ne? Ey, die Scheibe wäre doch jetzt. Wollte ich zwar nicht, ich wollte eigentlich das Messer wählen, aber okay. Die kommt jetzt wirklich hier rein, Freunde? Na, dann komm mal her. Esszimmer haben wir ohne irgendwas, ne? Stimmt. Im Esszimmer war nämlich auch noch was. Ich könnte mir manchmal vorstellen, dass es diese kleinen, weißt du, diese blinkenden Kristallfragmente sind. Genau. Da! Wieder oben zum Beispiel. Ah. Hast du gewartet? What? What? Also ich habe ja wirklich, Wer ist das? Da! Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus! Oh shit. So, C, einmal kurz heilen. Okay, wie sieht's aus? Kann die Kälte ab? Ja, eigentlich schon, ne? Die ist ja nie ausfliegen. Ja, die Kälte ist der, glaube ich, völlig egal. Da drüben war das andere Ding, da waren wir schon. Oh, das ist jetzt natürlich fies. Also, mit den Töchtern habe ich ja kein Problem. Mit ihr schon. So, also, dann rennen wir da drüben rennen, ne? Oder? Wo? Ich dachte, wir müssen hier rein. Ich dachte hier und dann hier raus. Und dann, erstmal zum Duke. Ich hoffe ja, dass der Duke so ein Safe Room ist. Wobei, so, wir können ja erstmal hier den hier einfügen. Jetzt öffnet sich nämlich da wieder ein Lämmchen. Verfolgt sie mich? Ne, okay. Achso, wir können ja jetzt auch hier hinten den Dietrich machen. Anscheinend verfolgt sie mich nicht komplett. Weil hier hinten war da auch noch irgendwas mit einem Dietrich. Okay, sie ist gleich wieder hinter mir. Musik ist schon wieder ätzend. Wo kommt sie jetzt? Okay, hier haben wir alles. Mann, ich kann diese Steuerung, ey, wirklich. So, Speisezimmer. Speisezimmer haben wir immer noch nicht alles. Schau mal an, ey. Innenhof und Empfangszimmer. Das, genau, das war ja das Geschichtending. Wo wollten wir dann als nächstes hin? Zum Konzertsaal wollten wir hoch, ne? Und wir wollten ja gucken wegen der Bibliothek und hier Halle der Freude und des Dingensmoments, genau. Aber wir kommen auch aus der Haupthalle hoch. Genau, also ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir die Haupthalle hochkommen, versuchen hier reinzukommen. Genau. Und mal gucken, wie weit wir da kommen. Oder ob das. Okay, let's do it.
Hallo! Schnell durch! Lass mich durch! Schnell am Busen vorbei gedrückt. Hätte ich jetzt, ne? Also, Ich spare mir jetzt auch mal jegliche Kommentare dazu. Ach ja, hier kommen wir nicht rein. Wegen von anderen Seiten verschlossen. Damn! So, jetzt ist die Frage, wie kommen das heißt, wir jetzt... Na, wir müssen auf den Hof wieder. Oh, shit. Das war jetzt, das war die beschissenste Frage. Das war jetzt ganz beschissen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wir müssen auf den Innenhof zurück. Wäre jetzt krass, wäre sie einfach von oben runtergesprungen. Wäre auf jeden Fall der Boden kaputt, ey. 5 Meter Frau Superheldenlandung. So, müssen wir hier... Hä? Okay, hier nicht. Müssen wir bestimmt hier links rein, oder? Genau, richtig. Oder? Da müssen wir rein. Ja, ja. Ja, okay. That's the right way. That's the way. So, dann können wir doch hier rein. Und hier haben wir auch noch nicht alle, ne? Nee, nee, genau. Also hier haben wir ja auch noch... Doch, hier haben wir alles. Okay. Wir haben oben noch nicht alles. Oh, ah, oben ja. Haben wir wahrscheinlich noch den wenigen. Dietrich. Weil... Wo ist hier der Dietrich? Ach, hier. Ja, und der ist kaputt. So, aber ich, von hier aus ging es ja auch irgendwie Richtung Bibliotheca. Ah, guck mal, da ist nämlich auch noch ein Türchen. Siehst du? Bibliothek. Oh. Oh nee. Irgendwann kommen sie alle. Okay, warte. Ja, finden Munition, heben wir gleich auf. Wir laufen jetzt mal hier im Kreis. Sehen? Nee, ich wollte dich nicht sehen. Ach so. Kannst du was mit den Säulen machen? Oh, wie schön. Ja, komm her. Oh, wie gemein. Nein, finde ich nicht. Nein, das ist gemein. Das kann nicht dein Ernst sein. Wie? Du kannst es einfach wieder zumachen? Okay, das ist natürlich fies. Warum mach ich wieder auf. Ja, komm daher, komm daher, ja, komm, hier bin ich. Warum? Warum tust du das? Ja, weil. Hä, wo hast du dich denn jetzt versteckt? Ja. Was soll das werden? Ich will dich kaputt machen. Ja, das ist das Ziel. Lass mich in Ruhe. Lass mich. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Nee, kann ich nicht. Okay. Lass uns Freunde bleiben. Liebst du mich nicht? Doch! Guck mal hier! Lass das! Ja, was du bist du? Willst mich wirklich töten? Ja, so. Waren sie alle glücklich? Ja, alle glücklich. So siehst du schon aus. So, warte mal, jetzt machen wir auf Nummer sicher. Wir laden erstmal kurz nach. Wo bist du? Nein! Traum. Nee. Oh, verdammt! Dabei nee. Wir für immer eins sein! Nee, will ich aber nicht. Ich bin schon verheiratet. Meine Frau heißt Mia. Bist du denn jetzt? Jetzt hast du wieder aufgemacht. Oh, jetzt versteckt sich quasi, solange du das Fenster mal offen lässt, ne? Ja, komm her hier. Nee. Oh, verstecken ist nicht. Ich will nicht sterben. Das war Nummer 3. So, diesmal auf Nummer sicher. Ich kämpfe satt. Ja.